Morgen, Leute. Ja, wie ihr seht, bin ich schon wach. Gestern Abend war mit Abmoderieren abmoderieren ist nicht viel, weil, ja, und Essen auch nicht, weil da waren ganz viele Leute. Wir sind hier im Trekkingcamp Ellerspring, haben wir benachtet. Und von daher war das Film halt mit den ganzen Leuten hier nicht möglich. Ja, und nachher bin ich einfach nur ins Bett gefallen quasi. Ja, ich habe einigermaßen geschlafen. Es ist ziemlich kalt geworden. Wir haben jetzt 2 Grad hier. Ja, wie ihr seht, bin ich hier schon dabei, mich fertig zu machen. Mal gucken, ob ich da noch was essen werde. Wahrscheinlich aber eher nicht, weil das Wasser auch nicht mehr so viel ist. 1,5 Liter noch. Und die Wasserversorgung hier nicht so die beste ist. Ja, dann werde ich jetzt mal weiter fertig machen und dann mal gucken, wann wir hier gleich starten. So, Sachen sind gepackt. Zelt abgerissen. Die anderen sind hier auch schon so weit, wie ihr sehen könnt. Wir haben auch schon alle abgebaut. Boah, man friert hier wie Espen im Laub. Nicht schön. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? It was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty. Nach ungefähr 2, vielleicht 3 Kilometern fanden wir eine Hütte mit Bänken und Tischen, an dem wir unsere Frühstücksmahlzeit zu uns nahmen. Dort auch befindlich ein Mann mit seinem Hund, der sich als Pilger herausstellte, der den Sohnwaldsteig in richtige Richtung von Nord nach Süd lief. Ich machte mir ein Cappuccino und meine Entenpfanne und lauschte gespannt seinen Erzählungen. Thing about you, don't want to.
Hear me out, come down, so that we can lay still for a while. Hand me a smile. I know we've tried too many times now. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. Untergrund, auf dem wir die letzte Zeit wandelten, meinen Füßen nicht wirklich gut getan hat, kehrten leider zügig die alten Schmerzen vom Vortag zurück, die dann oben auf der Burgruine Koppenstein letzten Endes ihren Höhepunkt fanden. Gott sei Dank aber hatte Soulboy ein paar Schmerztabletten dabei und so griff ich dankbar darauf zurück, sodass ich dann noch den Weg bis zu unserem Nachtlager relativ schmerzfrei überstehen konnte.
Auf den letzten 5 Kilometern circa, bevor wir die Burg erreichten, trafen wir auf eine Hütte, die sogar Strom hatte und eine doppelte Etage, auf der man schlafen konnte. Ja, sogar Trinken gab es dort, was man für einen kleinen Obolus erwerben konnte. Die Hütte war schön dekoriert und fast komplett neu. Und ja, auch dort trafen wir alte Bekannte wieder, nämlich die drei Jungs, die wir in einer Nacht vorher im Trekkingcamp Ellerspring am Lagerfeuer getroffen hatten. Wir hatten schöne Gespräche und brachen kurz danach auf, um die letzten Kilometer zur Burg zu bewältigen. Hof, den wir gemietet hatten, war allerdings schon belegt von einer Gruppe, die dort seit mehreren Tagen feierte. Nach einer kurzen Diskussion verließen sie den Platz und suchten sich einen neuen. Als sie gingen, waren sie so freundlich und überließen uns einen Teil ihres Feuerholzes. So hatten wir die Möglichkeit, uns noch ein schönes Lagerfeuer anzuzünden, das wir auch nutzten, um sogleich auf ihm zu kochen. Der Aufbau der Zelte gestattete sich als schwierig, da der Boden von Steinen durchsetzt war und somit die Zeltheringe leider nur äußerst schlecht in den Boden gingen. Nachdem die Zelte aufgestellt waren, kochte sich jeder noch etwas zu essen und am Ende gingen wir alle völlig fertig vom Tage ins Bett.